In Mission 4 starten wir mit genau den Vorgaben, die wir uns in Mission 3 geschaffen haben und auch leicht sogar noch mit einem Priester und etwas Mana. Davon hätte sich die Trojaner-Kampagne gerne was abschneiden können. Wir finden uns nun jeweils mitten in Troja und haben die Aufgabe, die Stadt von innen heraus zu zerstören. Nördlich des trojanischen Pferdes befinden sich zwei kleine Türme, die ihr erobern solltet. Im dortigen Gebirge findet ihr alle Bodenschätze, die ihr benötigen werdet. Außerdem haben euch die Trojaner freundlicherweise jede Menge Nahrung dagelassen. Ein Stück abseits befindet sich außerdem ein Lager mit Baumaterial, Werkzeug und sogar einigen Schwertern. Im Süden gibt es drei weitere Türme, die ihr ebenfalls erobern solltet, da ihr sonst weder einen Fluss noch Zugang zu Fisch haben werdet. Das kleine Gebirge dort enthält zusätzliche Kohle und Gold. Da wir so großzügige Vorgaben haben, setzt zunächst eure Bauwirtschaft auf und baut einige Wohnhäuser. Danach rusht ihr sofort die Schwerindustrie. Der Raum um das trojanische Pferd ist ein guter Ort für zwei Kasernen, zwei Eisenschmelzen, zwei Waffenschmieden und 4 bis 5 Goldschmelzen. Eine Werkzeugschmiede werdet ihr tendenziell nicht brauchen. Eine Brotproduktion werdet ihr später ergänzen müssen, aber das hat Zeit, bis ihr etabliert seid. Die Trojaner sind auf leicht passiv und auf normal defensiv eingestellt, können aber je nach Schwierigkeit nach 80 oder 30 Minuten angreifen. Das bedeutet, dass die Angriffe der Trojaner normalerweise sehr klein ausfallen. Problematisch wird es auf normal aber, wenn ihr einen Turm erobert, und das gilt auch, wenn ihr eure eigenen zurückerobert. Noch dazu laufen immer wieder einzelne trojanische Soldaten durch eure Siedlung, die schwach besetzte Türme durchaus erobern können. Die gute Nachricht ist aber, dass die Trojaner keine Anstalten machen, ins Zentrum der Karte zu expandieren. Reißt also alle Türme bis auf den nordwestlichen ab und bündet eure Verteidigung dort. Zur Sicherheit empfehle ich trotzdem Aussichtstürme an den Grenzen, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Während ihr eure Armee aufbaut, könnt ihr eure Siedlung vervollständigen und anfangen, Zielobjekte zu bauen. Ich hatte am Ende 4 Sets davon. Sobald ihr etwa 300 Level 3 Soldaten habt, könnt ihr eure Produktion komplett auf Schwerter umstellen, speichern und in die Offensive gehen. Hierbei gibt es nicht wirklich viel zu beachten. Troja ist zwar durchaus in Bezirke unterteilt, aber gerade die Schwerindustrie ist an mehreren Orten vorhanden. Die Trojaner werden die Stadt nicht effektiv verteidigen können, trotz maximierter Kampfkraft, spart euch aber die Küste im Südwesten tendenziell für den Schluss auf. Dieser Bereich entspricht dem Eingang der Stadt in Mission 3 und ist zwar stark verteidigt, enthält aber keine wichtigen Gebäude. Auch wenn die dort platzierten Diebe darauf hindeuten, dass vielleicht mal die Überlegung bestand, dort Verstärkung für euch spawnen zu lassen, wenn ihr das Gebiet sichert. Sobald ihr den letzten Turm erobert, habt ihr Troja erfolgreich zerstört und die Römerkampagne abgeschlossen.